So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Tales, die Braut. Upsa, ich sollte mir vielleicht nicht selbst am Kabel von meinen Kopfhörern ziehen. Wir haben ein neues Medaillon gefunden. Und zwar die Flügel, hier. Die, weiß Gott, wohin kommen. Ich hab's leider wieder vergessen. Hier gibt's so vieles, das kann man schon mal vergessen. Nein, Luisas Hand war es nicht. Wofür war das Medaillon? Es war so offensichtlich. Nein, da komme ich immer noch nicht dran. Ne? Schön, wenn man sowas vergisst. Ah, dafür. Nein. Dankeschön. Jetzt brauche ich nur noch Feuer. Dann kann ich alles hier abfackeln. Scherz beiseite. Ich glaube, ich weiß, wofür ich die Fackel nehmen kann. Es ist zwar dumm, warum sollte das so sein? Aber man kann es ja ausprobieren. Ich versuche besser etwas anderes. Klappt's wirklich nicht? Dies funktioniert nicht. Dann nicht. Das funktioniert auch nicht. Ich versuche besser etwas anderes. Ich habe noch nichts von Luisa. Da kann ich auch nicht dran. Dies funktioniert nicht. Ich versuche besser etwas anderes. Dies funktioniert hier nicht. Dann habe ich jetzt mal so gerade gar keine Ahnung, was ich machen soll. Entschuldigung, das ist gerade ein bisschen ätzend. Ich versuche besser etwas anderes. Nur Gott sagt mir was. Der Skelett da hockt. Kann ich ihm den Schädel einhauen? Luisas Hand. Nur immer noch habe ich. Dann hole ich mir jetzt einen Tipp. In dem kleinen Raum in der im Keller der Kirche befindet sich ein Käfig mit einem Papageien drin. Schieße mit der Schleuder auf den Papagei. Oh. Doof. Doof, 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 doof. Ja. Piu! Entschuldigung. Na, was ich jetzt damit machen soll, weiß ich wieder. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wer kennt das nicht? Kann keiner bestreiten. Nächstes Rätsel! Wow! Oh, das war. Ups. Ich sollte mir aufhören gegen die. Kopfhörer zu schlagen. Ha!
Ne, das funktionierte nicht. Verdammt. Okay, das war jetzt zu leicht. Eine Strickleiter. Mehr Strick als Leiter. Jetzt komme ich hoch ins Baumhaus. Die Lampe ist voller Öl. Wenn ich sie anzünde, kann ich den ganzen Raum erhellen. Geht das mit der Fackel? Dies funktioniert nicht. Nein, ich habe ja noch keine Flamme. Ah, verdammt. Jetzt bin ich schon mal weiter und jetzt weiß ich trotzdem nicht weiter. Sag nicht, das war's. Nein? Doch nicht? Ich versuche besser etwas anderes. Boah. Komm schon. Rechts neben Luisa in der Rotunde ist eine Feuerquelle. Zünde dort die Fackel an. Rotunde. Oh, ich bin so. Es grenzt schon echt an Blödheit manchmal. Tut mir leid. So, und alles wieder in meine Tasche packen. Kann ja gar nicht brennen. Nein, wie komme ich nur darauf? Dann komme ich auch hier rein. Anzünden. In einem Jahr haben wir unsere Liebesgesichter an die Wand gebracht. Ich kann nicht glauben, dass. Auf der Wand ist eine weitere Inschrift. Ich hasse dich. Wer schreibt so etwas? In einem Jahr. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch da sind. Auf der Wand ist eine Inschrift. Ich hasse dich. Ja. Haben wir bereits. Nein! Nein! Dieses Schloss ist verrostet. Dieses Anwesen hat schon bessere Tage gesehen. Ich muss den Rost entfernen. Mhm. Hahaha, jetzt weiß ich sogar weiter. Dies ist eine seltsame Holztruhe. Ich weiß nicht, wie man sie öffnen kann, aber ich muss herausfinden, was da drin ist. Machete? Ich sollte das Holz vorsichtig entfernen. Oh nö, warum? Einfach mit der Machete drauf. Okay. Jetzt weiß ich weiter. Hoffentlich. Ich glaube, sonst bin ich ein bisschen am Verzweifeln. Nein. Ja, ich hab's.
War's das schon? Jetzt weiß ich auch weiter. Da sieht man mal, wie Ewigkeiten ich dieses Spiel nicht mehr gespielt habe. Beziehungsweise selbst habe ich es ja nie gespielt. So, dadurch wird das Haus ja auch total vorsichtig entfernt. Eine Säge. Kriege ich noch mehr Gartengeräte? Nein? Ich finde dieses Schachspiel cool irgendwie. Ja, da wäre ich auch dran. Mensch. Ist das ein Hin- und Her-Gerenne? Man kann es auch viel leichter machen. Warum muss man es so kompliziert machen? Wir sägen! So, jetzt komme ich an das Medaillon dran. Ich versuche besser etwas anderes. Warum? Welchen Schlüssel? Ja, etwas Langes. Dies funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Willst du mich verarschen? Ich versuche besser etwas anderes. Fick dich! Was war das? Das war die blöde Kachel. Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel ab und zu hasse. Weil ich lieber die Wimmelbilder mache, als alles andere in dieser Geschichte. Es tut mir leid. Im Baumstamm steckt ein Eispickel fest. Bringe den Stock daran an. Okay, das wäre meine zweite Option gewesen. Und mit dem Eispickel hole ich... Oh. Entschuldigung, hau ich dir jetzt eine runter? Ich möchte die Statue nicht beschädigen. Hier brauche ich etwas anderes. Ein Tritt in den Arsch, aber mehr brauchst du auch nicht. Ich versuche besser etwas anderes. Kann ich John Gray damit eine runterhauen? Entschuldigung, falls ich doch irgendwann mal mich verspreche und anderes Zeug sage, was ich gar nicht sagen sollte. Das ist, weil ich manchmal schneller rede, als ich nachdenke. Kann ich mit dem Eispickel die Flasche öffnen? Dies funktioniert nicht. Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich versuche besser etwas anderes. Gott im Himmel! John Gray's Hand. Die ich dir gleich abhacke. Das ist super. Es läuft richtig super. Es läuft zwar rückwärts, aber es läuft. Kann ich dem Hund was antun damit? Ah, das wollte ich nicht. Dies funktioniert nicht. Kann ich damit auf die Kachel einhauen? Ja, natürlich kann ich damit auf die Kachel einhauen. Wow, ich habe den Rubin. Warum so kompliziert? Bitteschön, Madame. Das ist jetzt meins. Nein. Zum Hund. Bitteschön. So, bevor wir aber jetzt weitermachen und das Wimmelbild uns vornehmen, beende ich die Folge. Hat mich sehr gefreut, auch wenn ich...
bisschen neben der Spur war. Es tut mir leid und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.